Jo, damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22. Und ich habe jetzt seit dem letzten Mal noch ein bisschen Silage verkauft. Bin wieder am Hof zurückgekehrt, hatten wir alles so weit besprochen. Und wir wollten uns heute ja um Produktion kümmern. Und bevor jetzt der Erste kommt und sagt, ja wie, Moment, wir haben doch schon Produktion. Wir haben ja unsere Silage bereits, ja, stimmt, das ist natürlich richtig, das ist korrekt. Silage ist wahrscheinlich durch das Gras weiterverarbeiten die erste und einfachste Produktion, jetzt mal unabhängig von den Gewächshäusern. Das ist natürlich auch Produktion. Aber wir wollten uns ja heute um Dinge kümmern, die quasi nicht direkt auf dem Hof verarbeitet, also ja, wie soll ich sagen, Silo und Gewächshaus, das ist ja jetzt eher was, was quasi zum Hof gehört, was auf dem Hof stattfindet, egal ob man jetzt ein Fermentersilo hat oder eben so ein normales Fahrsilo für die Silage. Und wir wollen uns jetzt aber um Sachen kümmern, die quasi extern irgendwo in der Stadt liegen, wobei hier muss man Abstriche machen. Warum, das sehen wir dann beim nächsten Mal, weil ich habe mich nämlich dazu entschlossen, ich habe ja mehrere Sachen im Office angeschaut, wie man das am geschicktesten macht, auch mit Produktion und so weiter und so fort und Mods dazu und hin und her, und konnte mich dann nicht wirklich dazu entschließen, was wir denn jetzt genau machen sollen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass wir zwei Teile machen. Der erste Teil ist der hier. Da geht es jetzt um Sachen, die im Spiel von Haus aus vorhanden sind. Ich lade jetzt hier mal noch ganz kurz unsere Gerste in den Hänger. Einfach zu Demonstrationszwecken. Und den nächsten Teil, den wird es dann am Mittwoch geben. Da werde ich mich um die gleiche Variante kümmern. Allerdings werden wir dazu dann Mods verwenden. Und warum ich das so rum mache, ich habe mich nämlich für mich persönlich, damit wir den Spielstand dann entsprechend weitermachen können und ich nicht zig verschiedene Spielstände brauche, für die Mod-Variante entschieden. Sprich, wir schauen uns heute an ohne Mods. Aber das erzähle ich euch. Ich fahre jetzt mal zum Korn, zur Kornmühle und dann erzähle ich euch das auf dem Weg dahin. Wir schauen uns heute die Variante ohne Mods an, wie das läuft und was wir da so für Möglichkeiten haben. Und dann werde ich die Zeit quasi zurückspulen, sprich ich springe einfach, ich habe den gespeicherten Spielstand von jetzt hier am Anfang. Da springen wir dann einfach nochmal zurück und dann werden wir uns am Mittwoch die Variante mit Mods anschauen. Und mit dem Spielstand werde ich dann weitermachen. Wieso und weshalb ich mich dafür entschieden habe, mit Mods das Ganze zu machen, ist zum einen, es gibt welche im Mod-Hub, sprich jeder, der hier gerne mitspielt oder das nachspielt oder das ähnlich spielt, kann das dann auch so machen, wenn er oder sie möchte. Und ich hatte ja gesagt, wenn Mods, dann nur welche, die es im Mod-Hub gibt, damit sie halt auch wirklich jeder hernehmen kann. Und zum anderen finde ich das Ganze dann tatsächlich auch ein bisschen praktischer und warum, das erfahrt ihr gleich. Wir werden uns dann aber auch noch um eine Produktionskette kümmern, die dann im Spiel mit den vorhandenen Sachen stattfinden wird. Aber das wird noch eine Weile dauern. Jetzt, am Anfang sucht man sich ja irgendwie was Einfaches. Sprich, das erste wird wahrscheinlich Gras zur Silage sein, weil das hat nicht so viele Zusatzkosten und ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Und der nächste Schritt, sofern man jetzt nicht komplett von Anfang an auf Tierzucht gegangen ist, wird wahrscheinlich irgendwas sein, wo man sein Getreide verarbeiten kann. Und dazu haben wir uns ja schon die Kornmühle ausgewählt. Und da kann man eben sein Getreide hinbringen und entsprechend weiter verarbeiten lassen. Man hat natürlich auch einfach die Möglichkeit, an der Getreidemühle sein Zeug einfach zu verkaufen. Und das demonstrieren wir jetzt als erstes. Also sprich, deswegen fahre ich jetzt auch hier mit dem vollen Hänger hin, weil wir wollen uns einfach mal die Unterschiede anschauen. Natürlich, da komme ich gleich drauf, das schauen wir uns an, bevor wir hier abladen. So, ich fahre jetzt hier gerade einmal hier rein.
und würde jetzt quasi normalerweise hergehen und das Überladen starten. So, springen wir aber hier mal schnell raus, damit wir ein bisschen Sprit sparen. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt hier erst einmal an. Also, wir haben Mehl, wäre weiterverarbeitetes Produkt. Wenn ich hier gerade drauf bin, fangen wir da gleich mal an. Können wir in der Bäckerei verkaufen für 1500 und im Jardin für 1400 aktuell. So. Die Gerste selber können wir im Getreidespeicher verkaufen, in der Getreidemühle, in Marison und im Jardin. Die Kaufstation, die ignorieren wir jetzt mal weg. Das ist das Teil, was ich mir auf den Hof gestellt habe, mit dem Brunnen, ihr erinnert euch vielleicht. Dort wird es aber nur verkauft als Saatgut quasi, also das fällt für den Verkauf aus. Gut, haben wir hier die vier Möglichkeiten, wo wir das Ganze uns vornehmen können, zu einem Preis von 800 bis 900. Schauen wir gerade mal hier so die Schwankung. Geht von 750 grob bis 1150. Und wenn wir jetzt hier nochmal zum Mehl schauen, wo waren wir denn? Mehl haben wir 1300 bis 1900. Also nicht ganz das Doppelte, sondern ein bisschen mehr halt. Sprich, es würde sich schon lohnen, das Ganze weiter zu verarbeiten. Wenn ich jetzt hierher gehe und einfach mal Gaudi halber, keine Ahnung, ...1500 ablade, kriegen wir 1600. Das ist jetzt nicht so ein Knaller. Gut. Wir können aber natürlich hergehen. Dafür hat man eigentlich den Pickup hier geparkt. Und wir könnten jetzt hier auch die Produktionsstätte kaufen. Da hatten wir auch im Vorfeld schon eruiert. Das Ganze würde uns 96.000 kosten. So, jetzt kaufen wir das hier mal. Dann würde hier die Produktion anlaufen, was sie auch schon tut. Und was jetzt hier ganz lustig ist, wir gehen mal auf die Produktionsgebäude. Wo sind wir denn? Genau, wir haben hier nämlich gerade die, naja, es war ein bisschen mehr wie 1500, reingeliefert. Und das fängt jetzt an zu produzieren. Sprich, wir könnten das Ganze jetzt austricksen. Könnten erst unsere Gerste verkaufen, dann kaufen wir die Produktionseinheit und dann machen wir Mehl draus. Das Mehl behalten wir jetzt mal, weil da würde ich euch nämlich auch gerne noch was zeigen. Wir können natürlich auch hier gehen, weiterverteilen, wenn wir andere Betriebe hätten, wo das Mehl gebraucht wird. Oder eben Direktverkauf, wo es dann gleich weiterverkauft wird. Das wollen wir jetzt hier aber nicht. So, dann haben wir jetzt schon mal den ersten, ja, ich würde es fast Backuse nennen. Ja, wobei Backuse ist vielleicht übertrieben, aber ich finde es halt schon ein bisschen hart, wenn man erst quasi sein Zeug hier reingibt und dann Geld dafür kriegt und sich dann die Produktionsstätte kauft und dann fürs Mehl nochmal Geld kriegt. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sagen, natürlich, wo soll es denn hin, wenn ich da reingib und ich kaufe es dann? Ja, gehört es mir halt. So schnell wird es halt nicht verarbeitet, aber so ganz logisch ist es nicht, aber es ist halt die Spielmechanik. Also es ist auch nicht wirklich ein Bug, weil es soll ja so sein, wenn ich da was reinkippe, wenn es mir nicht gehört, kriege ich natürlich Geld dafür. Bloß, dass es dann halt immer noch da ist und ich dann zweimal kassieren kann. Ja, wie gesagt, ist der Spielmechanik geschuldet, ist nun mal so. Ob es jetzt so hundertprozentig logisch dann ist, weiß ich noch nicht. Beziehungsweise doch, weiß ich, logisch ist es auch. Aber dass man das so ausnutzen kann, hier doppelt zu kassieren, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das so toll finden kann. Genau. Ja, jetzt haben wir das quasi hier reingeladen.
können dann entweder hier eben oder über das andere Menü Escape und dann hier auf Produktionsstätten gehen und wir sehen, die Produktion läuft. Die ersten 113, die Quatsch, aus 150 Gäste werden 113 Einheiten Mehl und sprich, wir kriegen ein bisschen weniger raus, als wir reingesteckt haben. Die ersten 26 Liter sind auch schon produziert. Und ja, dann könnten wir jetzt hier warten und uns um unser Tagesgeschäft kümmern und könnten dann in der Zwischenzeit eben andere Dinge machen, wie, weiß ich jetzt gar nicht, was im Juni ansteht, ob im Juni noch was ansteht. Ich tappe jetzt einfach mal auf den Hof und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch so hätten. Aber ich glaube, das ist alles noch im Wachstum. Das war dann, glaube ich, erst im Juli fertig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, da ist hier Wachstum. Da ist, glaube ich, auch noch Wachstum. Und unsere anderen Felder hatten wir ja irgendwo schon geerntet. Da können wir jetzt hier so aktuell nichts machen, da wächst unser Wein, da ist, wo waren das hier jetzt, da hatten wir ja Gras dran angebaut, ne? Genau, und hier oben auch, genau, das haben wir ja alles schon erledigt gehabt, sprich, eigentlich hätten wir jetzt hier nichts allzu viel zu tun, wir könnten natürlich jetzt noch die Randstreifen mähen, damit unsere Silage entsprechend wieder angekurbelt wird, weil da ist, glaube ich, momentan Stillstand. Nee, läuft sogar noch ein bisschen, was ist noch drin. Das heißt, ich würde jetzt theoretisch hergehen und Gras mähen und hier noch ein bisschen auffüllen, weil die ganzen Randstreifen, die kann man ja durchaus da noch reinpacken. Das wollen wir jetzt in dem Fall aber nicht tun, weil wir haben ja gesagt, wir spulen die Zeit dann zurück. Der Spielstand ist nur zur Demonstration. Und deswegen habe ich auch die Zeit hier gerade auf einfach laufen, beziehungsweise würde ich das auch am Mittwoch dann so machen, weil wir halt einfach einiges zum Zeigen haben. Ich gehe jetzt einfach mal schlafen und dann komme ich dazu, warum ich die Option mit dem vorhandenen, mit der Getreidemühle gar nicht so gut finde. Wir legen uns also jetzt gemütlich hin, lassen uns um 8 Uhr wieder aufwecken. Und dann stehen wir da. Es ist Juli. Wir haben jede Menge zu tun. Unser Gras ist wieder fertig. Der Raps ist fertig. Und dann gibt es hier einiges zu tun mit Ernten und so weiter und so fort. Wir haben auch ordentlich Geld eingenommen mit unseren Gewächshäusern und so weiter. Und die Gerste ist erntereif und alles sieht soweit gut aus. Und da drüben glaube ich auch sogar der Hafer. Das soll uns jetzt aber egal sein, weil das interessiert uns im Moment gar nicht. Wir tappen uns jetzt wieder zur Getreidemühle. Und dann seht ihr schon. Wir haben unsere ersten Paletten mit Mehl. Ich gehe jetzt hier mal gerade ein bisschen weg, damit es nicht so laut ist. So, dann stehen wir jetzt aber hier da mit unserem Mehl und was machen wir damit? Wir können das jetzt hier so nicht verarbeiten, wir müssten das Mehl weiterverkaufen. Dazu haben wir gestern schon geschaut. Wir können es zum Shop fahren oder zur Bäckerei. Aber das Problem ist, die Dinger sind schwer. Ich kann die nicht heben. 230 Kilo, 1000 Liter Mehl. Die hebt man mal nicht so immer eben aus dem Ärmel, da muss man sich was einfallen lassen. Problem, der Gabelstapler steht am Hof. Wir haben auch nicht wirklich den richtigen Hänger dafür. Und wir könnten theoretisch statt dem Gabelstapler den Frontlader nutzen. Wäre auch eine Maßnahme, sprich ich nehme den Hänger, Entschuldigung, nicht den Hänger, den Tracker mit dem Frontlader und einem passenden Hänger und dann transportiere ich das hier ab.
Einfachste Option wäre natürlich direkt verkaufen. Allerdings haben wir ja schon festgestellt, beim Direktverkauf ist der Preis nicht so gut. Und dann ist schon die Frage, ob sich das dann wirklich noch lohnt, dass wir das Getreide zu Mehl weiterverarbeiten. Wäre aber in dem Fall wahrscheinlich die klügste Lösung, gefällt mir aber nicht. Sprich, wenn ich das jetzt hier weiterverkaufen wollen würde, ach Quatsch, da wollte ich gar nicht hin, muss ich mir mindestens einen Anhänger für Paletten kaufen. Da habe ich jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten, weil entweder den Böckmann, den könnte ich natürlich nehmen, den habe ich schon. Der ist nicht wirklich eine Alternative, weil so wahnsinnig viel mehr passt da nicht rein. So, dann könnte ich mir natürlich hergehen und noch einen richtigen Anhänger kaufen. Da ist jetzt aber wiederum keiner so wirklich für Paletten geeignet. Außer ich nehme. Achso, nee, warte mal, der ist ja gar nicht hier. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ach, der müsste dann. Ich nehme einen Tieflader. Nö, beim Tieflader war es auch nicht. Hä, bin ich jetzt dumm? Ja, der müsste doch aber eigentlich. War er doch da? Ach, da war. Nee, bin ich dumm. Der hier, der große. Da können wir Paletten verladen. Der kostet aber 30.000. Dann braucht man entweder so einen Dolly, damit wir den mit dem Traktor fahren können. Der relativ günstig noch ist, aber halt irgendwie auch komisch ausschaut, wenn man mit dem Traktor den Anhänger durch die Gegend fahren. Oder wir brauchen dann dazu auch noch einen LKW, der jetzt auch nicht wirklich billig ist. Da kostet mal der günstigste 93.000. Das haben wir jetzt alles hier nicht zur Verfügung. Wir können uns aktuell nicht einmal den Anhänger mit dem Dolly leisten. Sprich, wir müssten irgendwie schauen, mit dem Frontlader und dem kleinen Böckmann zu arbeiten. Und das stimmt mich jetzt nicht so wirklich glücklich. Wie gesagt, andere Option wäre Direktverkauf. Da stimmt mich der Verlust nicht wirklich glücklich. Dritte Option wäre, wir nutzen die Optionen mit dem kräftigen Bauern. Und da könnten wir dann wunderbar die Paletten durch die Gegend schleppen. Und das ist zwar ganz toll für Leute, die mit Gabelstapler noch schlechter laden können wie ich. Ich finde es aber einfach doof, wenn man die schweren Paletten mit der Hand tragen kann. Ich finde es schon bei den Salatpaletten, so lang wie noch tragbar sind, ein bisschen komisch, weil die eigentlich selbst dann noch zu schwer dafür sind, meiner Meinung nach. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Mir persönlich gefällt es einfach so auf die Art und Weise nicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, für die Getreideweiterverarbeitung, so als erste Produktion, eben einen anderen Weg zu wählen. Und den würde ich sagen, schauen wir uns dann beim nächsten Mal gemeinsam an. Da geht es dann am Mittwoch weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ihr dürft natürlich auch gerne hier in die Kommentare schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr die Ingame-Produktion völlig ausreichend und super findet. Würde mich mal interessieren, was da andere Leute so drüber denken. Ich kenne ja nur meine Meinung. Und ja, in diesem Sinne, den Weg, für den ich mich entschieden habe, schauen wir uns dann am Mittwoch an. Und wer sich dafür interessiert, darf gerne wieder reinschauen. Und alle anderen natürlich auch. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und ciao, ciao.